Hallo und herzlich willkommen hier bei ActoWall. Ich möchte gerne mal eine neue Serie machen. Und zwar hatte ich ja sonst immer Donnerstags zum Beispiel immer eure Bogenfolgen. Jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, ich lese einfach mal 150 Psalme einfach mal, die in der Bibel stehen. Einfach mal von der Volksbibel einfach mal vor. Habe ich mir circa ausgerechnet, wird circa 3 Jahre lang dauern, wenn ich jede Woche einen Psalm halt raushaue. Von daher, let's do it und direkt auch schon rein. Ich werde natürlich erstmal anfangen mit Psalm 1, dann Psalm 2 und immer so weiter, so freue ich halt, wie es halt gerade lustig funktioniert. Und das natürlich von der Volksbibel. Volksbibel werde ich natürlich verlinken, der erste Psalm ist noch nicht so lang, von daher, yay, und rein geht's auf jeden Fall. Voll glücklich ist, wer nicht auf das hört, was die sagen, die null Bock auf Gott haben. Voll glücklich ist, wer nicht den gleichen Mist macht, wie jemand, der ständig über Gott lacht. Voll glücklich ist, wer nicht mit den Leuten, die lästern, rumsitzen und jeden und alles abdissen. Abdissen, geiles Wort. Gut drauf ist, wer Bock hat, rauszufinden, was Gott von ihnen will. Täglich 24 Stunden. Wer in seinen Verträgen liest Tag und Nacht und sich darüber voll den Kopf macht. Reibt sich sogar ein bisschen, finde ich geil. Der dies wie ein Baum an den riesigen Fluss, die dicksten Früchte wachsen an ihm. Ich erzähl euch keinen Stuss. Seine Blätter werden nie gelb. Die fallen auch nicht ab. Was er anfasst, gelingt ihm und er wird niemals schlapp. Reimt sie auch ein bisschen, finde ich auch geil. Aber die ohne Gott leben, sind eben nicht so. Die sind wie weggespült in irgendeinem Bahnhofsklo. Och, und abdissen, ne? Geiler Disserwege. Bei der letzten Gerichtsverhandlung sagt Gott, nein, nicht so. Denn bis jetzt wollten sie nie etwas von Gott wissen. Jetzt werden sie aus seiner Familie rausgeschmissen. Reimt sich auch. Um seine Freunde kümmern sich Gott. Wer korrekt für ihn ist, dem hilft er in der Not. Doch wer immer noch keinen Bock auf ihn hat, rammt mit 200 Sachen eine Mauer. Macht sich selbst platt. Okay, der letzte hat nicht so ganz gereimt, aber war auf jeden Fall cool. Okay, das war auf jeden Fall erstmal der Psalm 1. Weiter geht's nächste Woche mit Psalm 2 und dann freue ich so weiter. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt hier der ActoWall. Tschüss.